Ja, so schnell kann's gehen. Letztens habe ich euch erst meinen neuen Sammlungszuwachs gezeigt und schon ist das nächste da. Ich habe ja versprochen, es kommt noch eine neue Konsole und ein bisschen mehr ist da auch noch drin. Gucken wir mal rein. Diesmal brauche ich nicht darauf achten, ob irgendwo eine Rechnung oder so drin ist, denn ich habe das hier jetzt aus der Community gekauft. Ah. So, was haben wir hier? Da guckt uns schon was entgegen. Ein GameCube-Controller. Genau. Das ist allerdings hier jetzt ein nachgemachter. So. Kabel, Kabel. Schwarze Nunchucks. Super schön. Ich hatte an meiner alten Wii hatte ich weiße gehabt. Hier in Schwarz finde ich, sehen die gleich viel edler aus. Ich hoffe, das geht so vom Licht. Ich finde das Bild gerade zumindest in der Vorschau etwas sehr dunkel. Und ich sehe gerade, dass ich hier noch mein Chatfenster aus dem Stream im Bild hab. Moment, das beseitigen wir mal kurz. Oh, nee, nicht die Cam. Das. Jetzt haben wir das Richtige weg. Ja, und hier noch ein zweiter Nunchuck. Und wirklich für das dunkle Zeug hier ist, glaube ich, das Licht ein bisschen wenig gerade. Ich guck mal, dass ich aus der Kamera kurz ein bisschen mehr raushole. Moment, gleich wieder da. So sollte das besser gehen. Ja, sehr schön. Jetzt sieht man auch was. Beiden schwarzen Nunchucks. So, dann gucke ich mal gleich mal ins Paket und guck mal, was dann noch herauskommt. So, der muss hier etwas nochmal überarbeitet werden. Ist schon ein bisschen mitgenommen. Diesmal ein echter GameCube-Controller. Ja. Das ist hier ein bisschen vergilbt und sowas. Ja, muss er noch mal ranarbeiten. So, eine, ja, V-Motion-Sensorbar. Und ich glaube, spätestens jetzt sollte jedem klar sein, was für eine neue Konsole dabei ist. Und zwei V-Controller. V-Motion. Hier sogar mit dem, wie hieß das? V-Motion Plus? Ich glaube. Hier noch mal extra eingehüllt. Scheinbar in ein altes T-Shirt. So, die Wii. So, hier oben fehlt leider eine Abdeckung. Die muss ich mir mal noch besorgen. Das ganze Ding auch mal wieder noch ein bisschen wieder aufhübschen. Ist halt schon, ja, ein paar Jährchen alt. Aber dadurch können wir jetzt endlich mal wieder Wii-Games spielen. Und ich kann endlich mal Super Mario Galaxy 2 nachholen. Dann haben wir hier noch Wii Sports. Also nicht irritieren lassen durch die Hülle. Hier ist halt die Papphülle einfach in die Hülle reingeschoben. Und hier ist dann die CD drin. Dann auch noch Wii Sports Resorts. Und Legend of Zelda Wind Waker. Die meisten von euch wissen, von den 3D-Zelda ist mir Wind Waker das, was ich bisher am wenigsten gerne mag. Aber ja, für die Sammlung, es musste halt her. Und es ist halt die limitierte Auflage mit Ocarina of Time Master Quest noch dabei. Ja, das habe ich mir jetzt hier gegönnt. Und ich freue mich drauf, die auch bald mal wieder dann in Aktion zu sehen. Wie gesagt, die Abdeckung und sowas werde ich mir noch besorgen. Das soll kein Problem sein. Das Ganze ein bisschen, ja, schön auch wieder fürs Regal machen. Und dann können wir bald damit zocken. Yay! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao!